Beginnen wollen wir aber schon grundsätzlich mit dem Wahlkampf, mit der Wahlkampfführung, wie er bisher abgelaufen ist. Und bevor wir in diese Debatte einsteigen, werden wir uns ein paar Impressionen aus diesem Wahlkampf ansehen. Die Mittelmeerroute, Mietrecht, Klimakrise, Fairness, Ganztagsschulen. Nicht nur in Österreich wird in wenigen Wochen gewählt, am kommenden Sonntag auch in Deutschland. Dort sagt man, dass der Wahlkampf langweilig verlaufen sei. Herr Niedermühlbichler, ein Österreicher, der den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück beraten hat, Roman Keutel, hat heute gesagt, der große Unterschied zwischen dem deutschen und dem österreichischen Wahlkampf sei, das Kennzeichen des österreichischen Wahlkampfes sei, dass man mit unglaublicher Härte auf Personen gegeneinander vorgehe. Es gehe nicht um Inhalte, sondern um persönliche Herabwürdigung und Diffamierung. Fühlen Sie sich angesprochen? Nein, nicht wirklich, denn wir führen einen inhaltlichen Wahlkampf. Christian Kern hat den Plan A vorgelegt. Und als Sebastian Kurz Neuwahlen ausgerufen hat, haben wir uns dazu entschieden, noch weiterzuarbeiten und haben noch wichtige Punkte für die Menschen in Österreich umgesetzt. Beschäftigungsbonus, 20.000 Jobs für ältere Arbeitnehmer. Wir haben die Pensionen fair erhöht. Das heißt, wir haben weitergearbeitet und haben daneben auch den Wahlkampf vorbereitet. Ich sehe hier keine großartigen Untergriffe. Nun hat aber auch der Wahlkampf bei Ihnen mit Misstönen begonnen. Ich nehme den Namen Tal Silberstein, Ihr Berater aus Israel, von dem Sie sich mittlerweile getrennt haben. Das Profil hat in dieser Woche aufgedeckt, dass er doch viel stärker in den SPÖ-Wahlkampf involviert war, als man das zugegeben hat, vor allem in der geplanten Produktion von negativen Videos über Sebastian Kurz. Also, was geplant war und was durchgeführt war, ist was anderes. Ich habe diese Videos, die für interne Fokusgruppen geplant waren, und Tal Silberstein hat Umfragen analysiert und Fokusgruppen gemacht, gestoppt aus Kostengründen. Und es ist ein Video produziert worden, nicht auf meinen Auftrag, sondern auf Auftrag von Tal Silberstein. Der nur aus dann Kostengründen oder auch, weil Sie das nicht wollten? Ich habe mir die Skripte gar nicht angeschaut, ehrlich gesagt, ja. Sondern 12 Videos für interne Verwendung. Dafür gebe ich kein Geld aus. Damit haben wir das nicht gemacht. Und das eine Video, das hier den Weg ins Netz gefunden hat, ist ein Video, das einiges aufzeigt, aber es ist aus meiner Sicht nicht untergriffig.